Muss ja auch mal sich ein bisschen beruhigen. Die Wochenendslektüre liegt wieder auf dem Tisch der Staatsanzeiger, das wissen Sie schon. Beamtenbund, Lebensarbeitszeit einzahlen. Da habe ich eine Meinung dazu, will ich gleich erläutern. In keinem anderen Land müssen die Beamten so lange arbeiten wie in Baden-Württemberg. Hat Tradition, Ergänzung war das, Insert, jetzt geht's weiter. Möglicherweise wird bald eine Stunde pro Woche auf ein Lebensarbeitszeitkonto angerechnet. Gut, es ist nicht viel, eine Stunde länger schlafen, so geht der Witz auf den Tisch. Ja, die Beamten schlafen ja nicht nur, die arbeiten tatsächlich, das habe ich auch schon gesagt. Das ist dummes Zeug, aber ich bin ja Gewerkschafter, ein strammer Gewerkschafter, hat mal einer gesagt. Der ist ja Schlagzeuglehrer, war bei den Grünen, glaube ich, Mitglied. Aber ist egal, du bist ja ein strammer Gewerkschafter, tatsächlich. Und das Thema kenne ich gut. Das heißt, man soll gefälligst was einbringen und später kannst du dir was gönnen. Nur, ich bin ganz anderer Meinung, im Heute-Leben. Heute muss ich auch rechtzeitig Feierabend haben, dafür gibt es auch eine Uhr, wo man genau auf die Minute ein und aus und dann muss man sich auch bewegen. Mir ist sehr schwindelig geworden, wo ich unterwegs war, deswegen liege ich jetzt wieder in Sicherheit auf der Couch. Ne? Jetzt mache ich hier die Bewegung. Weil, wenn ich dann da einzahle, und wenn es nur eine Stunde ist, das kann man ausrechnen, Arbeitszeit gleich Geld. Und da stecken natürlich die dahinter das Kapital, die wollen natürlich hier auch mit Provisionen abschließen. Die stecken da dahinter, ob es direkt strafrechtlich oder indirekt ohne Strafrecht. Das ist mir egal. Aber die das beraten, das ist ja so ein typischer Vorschlag, den fand ich nie so gut. Aber es gab auch Leute, die wollten das. Die wollten tatsächlich einen längeren Arbeitstag über 8 Stunden hinaus. 8 ist ungefähr 8, ne? 7, irgendwas. Und dann später kann ich dann nach Malle, ne? Und da beim Currywurststand mir die Biere reinziehen. Manche wollen das, ne? Aber ich nicht. Und ich bin das beste Beispiel. Plötzlich mit 63 im Radio hieß es, da geht man ja schon in Rente im Durchschnitt, das ist ja viel besser. Früher habe man länger gearbeitet. Das ist eine zweischneidige Diskussion. Ich habe ja einen guten Arbeitsvertrag, einen Tarifvertrag und so weiter. Aber was macht man dann? Ne? Man kann ja auch krank sein. Und wenn ich jetzt irgendwo eingezahlt hätte, was nicht so ist, dann hätte ich die schönsten Dinge des Lebens in der Freizeit ja verpasst. Und das habe ich gar nicht. Ne? Also wer mich kennt, weiß, dass ich dann einfach nicht da war. Ich war im Wald und keiner wusste, in welchem Wald. Das ist doch viel besser. Und dann kam der Schlaganfall. Zum Glück nicht im Wald, sondern auf der Gas. Und dann habe ich gedacht, naja, scheiße. Ne? Und das Geld, was ich dann eingezahlt haben würde, das wird mir jetzt gar nichts bringen. Oder das Haus, die Immobilien bringen ja nichts. Das letzte Hemd, das ist ja grün, immer noch grün. Das letzte Hemd, the last shirt, has no pockets. Ladies and Gentlemen, ich habe Vorträge gehalten auf Englisch. Ja, das ist so. Ne? Und der Unterhaltungseffekt ist hoch bei mir, das weiß ich. Bei den seriösen Vorträgen nie und nimmer. Ne? Also auch da, damals in Rudesheim nicht, wo 80 Leute im Keller drin saßen, mit denen habe ich ja ein Lied gesungen am Schluss. Das war eine Kirchengemeinde, Thomasgemeinde hießen die. Und die 8, da leben noch viele von denen. Gar nicht so leid, 2014 glaube ich oder so. Ja, das Problem war, dass ein Kreisrat drin saß, den ich sogar kannte. Ich wusste, bei dem habe ich musiziert. Also die haben ja Gemeinderat, Sommerfeste neben der Autobahn. Da habe ich tatsächlich gespielt. Auch der Saxophon war noch dabei, der längst verstorben ist. So, man kannte sich, den Namen lasse ich weg. Man kann ja nachgucken, wie der hieß. Das ist mir egal, der soll mich verklagen. Aber warum erzähle ich das? Weil dieser Mann, Kreisrat, ein wichtiger Kreisrat, ach so fleißig. Na, das ist auch einer, der da einzahlt in dieses Ding da vom Staatsanzeiger. Nee, ist es nicht. Na, von wem ist das? Kretschmann auch nicht. Hier. Vom Beamtenbund, ausgerechnet vom Beamtenbund. Also, schöner Abend, wollte ich gleich sagen, wollte ich nicht, weil sonst klagt einer. Nein, der hat nur... hat mich gefragt, was ist mit dem Laubcontainer? Das ist jetzt aktuell, bis heute, weiß ich aus dem Hut. Und ich habe gesagt, das weiß ich ganz genau, kann ich nicht beweisen, vorbehaltlich, gut aufpassen, Jens, vorbehaltlich des Beschlusses durch den Kreistag, durch den zuständigen Ausschuss, habe ich zu dem gesagt.
zu später Stunde und dann haben wir noch ein Lied gesungen aus dem Gesangbuch von der Kirchengemeinde. Das ist außerhalb der Arbeitszeit. Das habe ich genau abgerechnet, wie es sich gehört. So, und der hat nichts Besseres zu tun. Da war ja Mitglied da. Stell dir das mal vor. Jetzt kommt die Pointe, als meinen Chef anzurufen und nachzufragen, wie das mit dem Laucontainer ist. Im Grunde genommen war nur vorbereitet des Beschlusses. Das weiß jeder. Wenn ich das sage, dann ist es noch nicht beschlossen. Das ist eine Information, aber noch nicht beschlossen. Das weiß jeder, der mit mir richtig spricht und versteht. Entweder konnte er es nicht verstehen oder er wollte es nicht verstehen. Oder, jetzt kommt die Pointe, vielleicht war er auch besoffen. Ja? Also, eine Fahne hat er nicht gehabt. Das ist juristisch gar nicht einklagbar. Er hat keine Fahne gehabt. Das ist eine Tatsachenbehauptung. Jedenfalls, der Mann, dem hat man ja auch unterstellt. Einiges, ich nicht, übrigens niemals, das stammt nicht von mir. Weil der das unterstellt hat, ist selber krank. Ja? Liegt im Krankenhaus. Aber darum geht es nicht. Sondern es ging darum, ich musste hin. Was hast du da gesagt? Und man hat mir versucht, daraus den sogenannten Strick zu drehen, im übertragenen Sinne. Ich habe mich was falsch geäußert. Ich habe gesagt, noch nie habe ich mich parteipolitisch geäußert bei meinen öffentlichen Vorträgen im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn ist ja nicht vom Himmel, da ist auch ein Herr, vom Vorgesetzten, im Namen des Herrn. Wahrscheinlich hat irgendeiner mir das nicht gegönnt. Und dieser irgendein einer, den kenne ich ja auch, ne? Der hat halt hintenrum dummes Zeug behauptet. Und der Vorgesetzte, hilflos wie er war, hat den Leuten natürlich, die dummes Zeug daher geredet haben, mehr Glauben geschenkt als mir persönlich. Vertrauensverlust. Und ich muss zu verschiedenen Gesprächen Aktenvermerke schreiben. Was ist das? Was willst du? Also wenn das Vertrauen, das ist ja überall so, das ist wichtiger. Glaube, Hoffnung, Liebe stand ja bei meinen Großeltern in Mecklenburg oben über der Schlafzimmertür, da viele Kinder und das Leben lang geschuftet in der Landwirtschaft. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, steht in der Bibel. Da kommt Vertrauen gar nicht drin vor. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist ja ein christliches Zitat, aber Vertrauen ist, glaube ich, ein bisschen anders. Vertrauen kann man auch haben zu Leuten, die nicht an Jesus Christus glauben. Das ist eine Vertrauensfrage. Und wenn das Vertrauen mal zerstört ist, vielleicht durch eine Kleinigkeit, dann kann man das Vertrauen nicht mehr so gut aufbauen. Das heißt, die empfindlicheren, die sensibleren Typen, du bist ja eher der künstlerische Typ, so hochsensibel, hat mal einer gesagt zu mir. Aus Leonberg war der, mit dem habe ich jetzt keinen Kontakt mehr gehabt lange, der hatte auch hier mal eine schwere Operation am Kopf da, hier, wo das Blut durchgeht, das sind ja 4 und nicht 2. Die meisten meinen, das sind nur 2. Da ist ja da das Kalk raus und hat er keinen Schlaganfall gekriegt. Und das Kalk war bei mir woanders. Spaß beiseite, aber Vertrauen ist noch was Wichtigeres. Vertrauen ist eine zwischenmenschliche Sache. Das muss nicht im Bett landen, das Vertrauen, immer. Und selbst wenn es im Bett landet, nicht in jedem Bett kommt es zum Sex. Das ist auch ein Irrtum. Also es gibt ja auch eine Übernachtung ohne Sex. Das habe ich jetzt nicht so erlebt. Das war aber jetzt künstlich gelacht. Manchmal lache ich echt, manchmal künstlich. Ich hoffe, dass man das unterscheiden kann. Das ist egal. Also das hat mich schon gestört. Aber was wichtiger ist als der Staatsanzeiger, lese ich später hier. Hier ist derjenige, der das hier... Beamtenbund ist gar nicht so schlecht. Ich habe das ja immer empfohlen. Hier gibt es noch Caritas. Da habe ich auch mal gespendet. Aber komischerweise, das war gar nicht mein Geld. Im Auftrag eines Vereins habe ich da mal am Anfang des Ukraine-Kriegs gespendet, Caritas, das Bild Lichtblicke. Das ist also ein Lichtblick. Caritas heißt ja auf Lateinisch Nächstenliebe. Das lese ich wirklich. Von der katholischen Kirche ist das nämlich. Und helfen aus Leidenschaft. Leidenschaft habe ich ja schon definiert heute. Das lese ich wirklich, aber ich lese das in Ruhe und höre bei 10 Minuten hier jetzt mal gleich auf. Und ich komme immer wieder in Storys rein, die mich immer noch belasten, sonst würde man es nicht erzählen. Dass ich ein bisschen geschwächt bin durch die Erkrankung, ist eigentlich gut überstanden, psychisch, ne? Und geistig, Körper, Seele, Geist, 10 Sekunden und dann werden sie sich auf das Sofa legen und schlafen und im Wald schlafen.
Die Pflanzen warten auf den Frost und tschüss.